Der letzte Sonnenschein in Dortmund ist, glaube ich, 4 Monate her. Vielleicht der schlimmste Satz, den man sagen kann. Wollt ihr eine richtig eklige Antwort hören? Ja. Ja, aber ihr wisst ja auch, ich kann nicht alles sagen. Ich sehe dich in keinem Format. Oder als neuen Bachelor. Da hatte ich das Gefühl, ich kam nicht immer gut genug weg. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich das sagen sollte. Erstmal müsste ich irgendwie vielleicht im Verein mal wieder ein bisschen mehr spielen. Aber dann verteidige ich wirklich gar nicht mehr, ne? Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Ich hab doch! Unser heutiger Gast ist Weltmeister, Weltstar und nach Mr. Heavisaurus, der schönste Gast der WWW-Geschichte. Heute fragen wir ihn, was er noch nie getan hat. Macht einen riesengroßen Applaus für Mats Hummels! Hammer! Ja! Mats, nach dir. Mats, mach Platz. Kam noch nie. Du bist auch voll braun. Warst du auch auf der Sonnenbank? Was bin ich? Braun. Du hast einen guten Tag. Ja, dann, aber auch nur im Vergleich zu euch wahrscheinlich. Manche Leute können sich Urlaub leisten und manche gehen nur in den Sonnenbank. Aber es fühlt sich nicht danach an, ganz und gar nicht. Der letzte Sonnenschein in Dortmund ist, glaube ich, 4 Monate her. Das ist wahr. Du scheinst aber von außen nach, von innen nach außen scheinst du natürlich auch. Du hast ein schwarz-gelbes Chakra. So, heute spielen wir Ich hab doch nie, denn ich will die Regeln verlesen. Warte ganz kurz, du warst ja schon mal hier vor 2 Jahren, glaube ich. Und das Studio ist neu und wir sind bald wieder haarig. Wir sind auch bald neu. Ja, also sowohl das Studio als auch ihr wurdet geupgradet. Schreibt jetzt mal eure Vorschläge in die Kommentare und welcher Fußballer soll als nächstes hier sitzen. Welches der Six-Packs von Mats findet ihr am sexiesten? Unten links, Mitte, rechts, oben, unten diese V-Muskeln. Schreibt's rein. Ich, Runde 1. Ich hab noch nie einen Autogrammwunsch verweigert. Ja, das habe ich schon ganz oft. Moment, wenn ich das schon mal verweigert habe, muss ich trinken. Ja, klar. Ja, kam auf jeden Fall. Ja gut, kam schon mal vor. Erstmal trinken. Was trinke ich denn? Darf ich das wissen oder ist das so ein Überraschungsding? Das ist Überraschung. Total lecker. Ist ekelhaft. Oh, es wurde widerlicher als vor 2 Jahren auf jeden Fall. Ach, boah. So, Mats, sag mal ganz kurz, warum hast du ein Autogramm verweigert? Von einem Fan, der extra 80 Jahre in der ist dann eher so, also wie soll man sagen, wenn da ein paar hundert stehen, kann man nicht immer alle paar hundert erfüllen. Der kleine Junge im Rollstuhl wollte ein Autogramm. Ich hab das gesehen, wie du dich denkst. Ist auch ein Mensch erster Klasse. Ein guter Start hier rein. Ja. Kennst du Fans, die, also wenn du so ins Hotel gehst, die du eh schon seit Jahren siehst? Ja, erkennst? Ja. Und bist du mit denen auch dann dicke? Sagt er, ja, warte, nee, alles klar, fertig, alles klar, oder was? Es ist halt, man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht in den Bereich reinkommt, dass es dann für sich für eine Seite wie Freundschaft anfühlt. Wie bei uns beiden. Ja. Über die Distanz zu wieder zurück zum Sie. Warum hast du auch getrunken gerade? Ja klar, wir werden total oft auch in der Bahn heimlich fotografiert. Oder auch im Bus letztens, da habe ich den Platz gewechselt, da habe ich ganz laut gesagt, komm Dennis, wir stehen auf, wir werden hier heimlich fotografiert. Ja. Und dann standen die einfach 1 Meter weit und er hat es einfach trotzdem fotografiert. Du bist hier standen. Ja, aber ich wollte meinen Standpunkt klar machen. Aber der wollte von dir ja kein Autogramm. F plus, ne? Was? Freundschaft plus mit Fans. Mhm. Aber mit Verhütung. Na gut. Runde Nummer 2. Ich hab noch nie während der Arbeit an etwas ganz anderes gedacht. Doch klar. Hast du während des Fußballspiels schon mal was anderes gedacht außer Fußball? Auf dem Platz? Ja, auf dem Platz. Während der Arbeit. Das ist deine Arbeit, ja, das ist dein Job. Boah, nee, würde ich. Also würd echt? Du hast nicht? Nie gegen Augsburg du bist halt dann voll in, nee, du bist ja dann voll in der Situation. Jetzt im Training, Training zählt auch als Arbeit, oder? Gab es bestimmt ja, mal. Klar. Ich will das einfach trinken, weil es so geil ist. Deswegen sage ich einfach so. Du hast doch bestimmt bei irgendeinem Spiel, wo hinten nichts los war, gedacht, ja, heute. Also, als ihr gegen Wolfsburg gespielt habt, ich muss noch einkaufen nachher oder ich muss irgendwie noch, keine Ahnung. Also, vielleicht mal in einem Testspiel vor der Saison. Aber nicht in einem. Vorzeigeprofi! Voll. Ich muss natürlich auch trinken. Ich denke ganz oft, ja, während. Ich verstehe gar nicht, wie man auf andere Gedanken kommen könnte in dem Moment dann. Vor allem, wenn man für so einen geilen Verein spielt. Schalke 04, nicht als Dortmund! Während den meisten Drehs denke ich echt an was anderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch jetzt gerade? Oh, das ist ja wirklich nicht. Gerade denke ich nicht, an nichts anderes natürlich. Wenn ich so einen Weltmeister jetzt so Gast habe, dann natürlich nicht, aber ansonsten klar. Und du? Ich bin ja recht fokussiert, aber ist auch schon mal vorgekommen, dass ich jetzt schon mal mich in den Feierabend schwelge, jetzt ab vor der Couch die 6. Staffel Better Call Saul gucken. Aber ein einsamer Feierabend. Was ist deine Feierabendroutine? Was ist deine Feierabendroutine, wenn du einen harten Trainingstag hattest, die Waden sind straff und dann denkst du, boah, jetzt bin ich echt platt. Was gibt's bei dir dann? Liegen auf der Couch? Liegen auf der Couch, ja, eindeutig. Und guckst du auch so Trash-TV-Sachen im Fernsehen? Selten, aber kommt schon auch mal vor. Ja? Ja. Was guckst Also fallt ihr da drunter? Ja. Wir sehen Bildungsfernsehen. Also nach dem Satz von eben würde ich sagen, ja, teilweise schon, aber ansonsten. Kennst du Matthias mal Japane? Keine Ahnung, was das sein soll. Ich hab dein Wallpaper gesehen.
Ich habe noch nie den Satz verwendet, weißt du eigentlich, wer ich bin? Nee, das habe ich noch nie gemacht. War immer klar. Vielleicht der, vielleicht der schlimmste Satz, den man sagen kann. Ja, oder? Ja. Oder es geht, das ist ja gleich wie... Du bist ja absoluter A-Promi. Ja. Hast du dir schon mal... Also hast du dir mit diesem Satz noch nie irgendwie einen Vorteil verschafft? Also dass du irgendwie eine Skyline-Bar wolltest und da war aber leider oben alles schon besetzt. Detlef Stevens hat den letzten Platz im Rathaus. Du wolltest sie dann in einer gewissen Art und Weise wegschieben. Wollt ihr eine richtig eklige Antwort hören? Ja. Ich muss das nicht sagen. Yeah, I want that. Baller League. So. Was bist du für die Baller League? Bist du der Teamchef oder bist du der Erfinder oder erzähl mal. Der Investor. Quasi Mitgründer und Gesicht davon, würde ich jetzt mal so sagen. Ich lauf in alle eure Fallen, ne? Wieso? Nein, das war kein Fall. Das war tatsächlich so. Baller League ist ja, es sind verschiedene Promis, die sind dann die Teamchefs und die führen dann ein Team nicht mit aufs Feld, sondern stehen am Rande und feuern an. Los, der Monte sagt dann, komm mal, schieß ein Tor. Ja, genau. Eigentlich feuern die meisten nur an. Manche, so wie der Chris Kramer, der ist auch wirklich Coach von seiner Mannschaft. Der übernimmt das auch, der stellt auf, der macht auch wirklich Taktik mit denen und so. Das ist eigentlich ganz witzig. Mhm. Aber also die Prominenten sind eigentlich ja auch so ein bisschen Gesichter halt für das Ganze und stehen dafür. Ja. Und die Spieler sind aber halt dann auch sind richtige, wirklich gute Fußballspieler einfach. Also es sind dann gelegentlich immer auch mal prominentere Namen, aber meistens mit diesem Fußballhintergrund und können schon alle auch wirklich kicken. Du hast ja gesehen, letztens warst du ja im Stream von Montana Black unterwegs. Erzähl mal, was hast du da gemacht bei Monte? Ich habe das jetzt nicht ganz verfolgt. Ich sage, ich quatsche einfach drauf los. Ja, macht halt Spaß. Ich gehe da rein, quatsche ein bisschen, wie bei euch. So, ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß vorher nicht, was mich erwartet. Ja. Muss ein bisschen fiese Fragen mir gefallen lassen und dann schauen. Auch von Monte. Monte ist dass so ich so ein bisschen umschiffe. Ja, aber ihr wisst ja auch, ich kann nicht alles sagen. Genau. Runde 4. Ich habe noch nie mehr als 1000 Euro an einem Abend fürs Partymachen ausgegeben. Moment. Hast du das schon mal? Ja, klar. Ich glaube ich nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Wenn dann halt für so ein Team-Event. Das war ja aber auch eine Party. Nee, es geht oder schon darum, sind hier privat. Im Club nee, das habe ich noch nie. Möglich wirklich nicht. Beide noch nie? Nee. An einem Abend 1000 Euro? Nein. Bist du ein guter Gastgeber bei so Partys? Also bist du dann auch, servierst du den Leuten auch dann Cracker oder im Club? Ich mach die Partys ja nicht selber. Genau, ich jetzt im Club, aber keine Partyveranstalter. Aber gibst du auch dann selber vielleicht zu Hause mal gerne Partys? Dann musst du Frikadellen rollen oder dann Spieße. Wenn dann halt mal so also grillen, was Gemütliches. Mhm. Ja. Was hast du für so ein Fastfood, was du richtig feierst? Wenn dann mal Burger. Burger ist lecker, ja. Ne? Schön Chili Cheese Nuggets. War selten sprachloser in meinem Leben als in dem Moment. Wo bin ich eigentlich? Runde Nummer 5. Ich habe noch nie eine Nachricht rückgängig gemacht, bevor die Person sie lesen konnte. Oh, safe, klar. Oh, ich finde das so ekelhaft. Das ist total lecker. Mmh. Echt? Ja, lecker, total. Doch, hab ich zurück. Mats, wieso? Wieso macht man sowas? Warum zieht man Nachrichten zurück? Ich weiß nicht, weil man vielleicht doch ein bisschen schärfer im Ton war, als man wollte. Aber man kriegt es mal. Aber man muss ja voll schnell sein, weil man schickt es ab und dann muss man es direkt. Ja, du musst direkt und dann wird am heiß und kalt. Ja, gut, mit ein bisschen Glück hast du ja auch noch ein paar Stunden Zeit, je nachdem. Ja, das ist aber ganz großes Glück. Mittlerweile kriegt auch jeder die Push-Nachricht, dass das direkt gelesen wird. Ja, aber wenn das so eine klassische, so eine 3-Uhr-Nachricht ist, genau. Da hat man schon ein bisschen Puffer. Oh ja. Und was war bei dir los? Freundschaft Plus mit Fans. Aber mit Verhütung. Wenn wir Dennis und ich nachts Streit haben, wir beide alkoholisiert sind, nee, auch schreibt er mir nachts Nachrichten und am nächsten Morgen stehen da Nachrichten, 20 Stück und dann steht da immer dahinter Nachricht gelöscht, Nachricht gelöscht, Nachricht gelöscht, Nachricht gelöscht. Und ich kriege von dir ganz oft besoffene Voicemails. Ja, weil ich sage, du sollst nicht mit der Bahn nach Hause fahren, du sollst den Taxi nehmen. Kann ich mir nicht leisten. Es ist so schwierig, euch zu folgen, ne? Das ist unser Kanalkonzept. Ich hab noch nie eine Anfrage für ein Trash-Format bekommen. Da habe ich mir überlegen. Was sind denn Trash-Formate? Ja, so Reality-Geschichten. Da haben wir noch Dating-Show oder... Habt ihr wirklich noch nie eine Anfrage dafür gekriegt? Was ist denn jetzt Trash? Ja, ist Grill den Hens ein Trash-Format? Nein! Nee, ne? Nein! Steht und fällt mit dem Gast, würde ich sagen. Mats, du wirst schon mal angefragt für irgendwelche Formate, die im Fernsehen stattfinden? Ja, das schon, aber jetzt also Trash-TV tatsächlich, glaube ich. Für Weltmillionär oder so? Also es würde mich auch nicht erreichen, weil es, also das würde ja nicht direkt an mich rangetragen werden. Okay, es wird vorher quasi und dann, aussortiert. Ja, also so, der das für mich macht, der wüsste schon. Der weiß schon, was er an mich rantragen kann und was realistisch ist. Ich glaube aber auch nicht, dass es da mal eine Anfrage gab, ehrlich gesagt. Nee, passt auch. Ich bin Medienexperte, was das angeht. Ich sehe dich in keinem Format. Oder als neuen Bachelor. Find something you can hold on. Find someone who'll be there for you. Cause that's all that really matters in the end. Hey.
Ich war selten sprachloser in meinem Leben als in dem Moment. Dennis, ich möchte mal zu Wer wird Millionär. Wir möchten mal gegenüber von Günther Jauch sitzen und Fragen beantworten. Kannst du da was klar machen? Nein. Wäre aber geil, will ich auch hin. Hast du? Ja, ey! Geh mal zu dritt! Aber ich will nicht in so eine Promi-Sonderausgabe, sondern ich wäre gerne anonym in der regulären Ausgabe. Wir machen so eine Brille mit dir danach. Wir machen so halt irgendwie so ein Billigverkleid. Wir machen halt so eine Mischung aus, wie heißt das, wo der Chef so Undercover-Boss. Undercover-Boss bei Wer wird Millionär. Irgendwie so eine Kooperation. So ein Crossover. Ja. Warst du schon mal jemals in einer Quizshow? Nein. Boah. Unserer! Ich will kein Mist reden, nee, aber ich glaube nicht, Nee. Ich habe noch nie mich selbst mit einem Fake-Profil vor Hatern verteidigt. Nein. Das heißt, du kriegst einen bösen Kommentar. Ich habe mich schon selber mit einem Klar-Profil verteidigt. Ich befürchte, ganz am Anfang der Karriere war da mal was. Da möchte ich nicht mal mehr deswegen, von wissen. Nee. Nee, das habe ich. Habe ich schon gemacht. Damals auf Twitter und so. Ich habe ihn dann auch mit einem Klar-Profil verteidigt. Mhm. Ganz normal, na klar. Mats, und du damals, worum ging es da? In der Jugendzeit oder schon? Ja, der Übergang, glaube ich. Müsste Bayern Amateurzeit gewesen sein. Und was ist da passiert? Haben wir irgendwelche Opas, die am Rand stehen, was kommentiert? Überhaupt in Szene kommt gar nichts! Nee, ich glaube, es geht wirklich dann um. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das sagen sollte. Versuch's umschreiben. Pantomime. Okay, warte. Ja, ich weiß nicht. Doch, das kann man schon sagen. Zu der Zeit dachte ich, Transfermarkt.de wäre relevanter, als es ist. Ah! Ja. Und da hatte ich das Gefühl, ich kam nicht immer gut genug weg. Ah, okay. Ich würde sagen, im Nachhinein habe ich recht behalten. aber damals war es... Ach, krass, okay. Ja. Das heißt, du hast dann so dein Marktwert da gesehen, warst dann aber nicht einverstanden. Nee, nicht Marktwert, es ging dann eher so um die Beurteilung von den Spielen. Ach, tatsächlich. Okay. Aber dann musst du jetzt Regionalliga Süd. Aber bist du jetzt, wenn du darauf achtest, bist du nicht bei FIFA und so extrem getriggert, wenn sich deine Werte verändern? Wenn du solche Stats von dir siehst? Ich kann dir nicht mal meine Werte da sagen. Nee? Ich bin aber auch, muss man sagen, natürlich FIFA getriggert, weil das Spiel ja komplett um Schnelligkeit geht und dann und das ist halt, ja, so. Mats, die EM im eigenen Land steht an. Glaubst du, wir können dich da sehen, für Deutschland spielen? Sehen wir dich in Düsseldorf? Ich würde es mir wünschen. Falls ja, musst du Tickets klar machen. Ich will 2 Trikots. Also wäre natürlich erstmal schön, aber ich glaube, erstmal müsste ich irgendwie vielleicht im Verein mal wieder ein bisschen mehr spielen, damit wir darüber reden. Ja, aber ich habe da große Hoffnung. Willst du nach der Karriere nochmal bei so einem Achtligist aus Spaß spielen oder sowas? Kann ich mir schon vorstellen, ja. Ich würde es auf jeden Fall machen, wenn ich so ein Profi war oder so Weltmeister sogar. Ja. Aber dann verteidige ich wirklich gar nicht mehr. Ne? Also nee, ein Sturm. Das ist nämlich nur noch offensiv. Du kriegst die 10, du stehst im Sturm. Ganz genau. Erster alles, weißt du so. Genau. Und auch egal von wo der Freistoß, er wird aufs Tor gezogen. Mal zurückkommen, mein Gott! Du musst nicht mehr reinspucken, diesmal alleine kleben. Nee, Schuhe. Man muss immer ein bisschen spucken, muss sein. Okay. In allen Lebenslagen. Aber mit Verhütung. Keine Ahnung, was das sein soll. Das war Ich hab noch nie mit Mats Hummels. Wir kommen zur Endcard. Oben gibt's ein Video von Der Fall. Und zwar Abtreibungsmittel im Nachttisch. Nachttisch, nicht Nachttisch. Im Nachttisch. Ich hab Nachttisch. Ach so, stehen. Ja. Ja, wieso im Nachtisch von Der Fall. Und unten gibt's die letzte Folge von Ich hab noch! Je! Aber mit Verhütung.